hat das doch auch ganz gut geklappt. Wir haben sogar die Truhe holen können. Ja, Gatomon konnte ein bisschen mitleveln. Also es holt zumindest langsam auf. Mir ist aber aufgefallen, dass die Digimon, die man halt random rekrutiert, die halt keinem Tamer zugeordnet sind, sag ich mal, die leveln generell, glaube ich, etwas schneller. Was ich jetzt auch gar nicht so verkehrt finde, dann kann man die vielleicht auch ein bisschen öfters austauschen und dann halt ganz gut nachtrainieren. Okay. Wie es aussieht, sind aber trotzdem alle hundemüde. Kein Wunder, nachdem wir erst alle voneinander getrennt waren. Und dann noch der mentale Angriff. Nein, ich will die behalten. Kaito? Aber interessant, dass wir jetzt Saki und Aoi quasi zurücklassen. Oh! Oh, das ist jetzt spannend. Ich wollte nämlich gerade sagen, interessant, dass wir die zurücklassen und jetzt quasi wieder von Null, sag ich mal, anfangen und versuchen, unsere Freunde zu finden. Das ist super interessant, weil, falls ihr euch erinnert, das Tutorial vom Spiel, ne? Das Kampftutorial, haben wir ja in der Theorie mit Haru und Miyuki gespielt. Und dann haben wir ja nach dem Kampf gesehen, dass Miyuki auch von diesen Händen angegriffen wurde und vermutlich dementsprechend so ein bisschen geschädigt ist und emotionslos, wie sie eben jetzt ist. Und die haben unter anderem mit Renamon gekämpft. Im Tutorial. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass das quasi jetzt Haru und Miyuki sind, deren Existenz ich gerade schon wieder vergessen habe. Und der Grund, warum sie einfach permanent safe waren, auch ohne uns, war, weil sie auch selber Digimon haben? Fragezeichen? Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich kann aber auch natürlich komplett daneben liegen. Das habe ich jetzt aber auf jeden Fall nicht erwartet. Ich hatte bei Kämpfen eher an Kaito gedacht. Dann würde ich aber sagen, wir machen noch mal ganz kurz eine kleine Pause und ja, suchen dann weiter nach unseren Freunden. Ich hoffe, die finden wir heute noch alle. Mal gucken. Dann bin ich jetzt auf jeden Fall mal gespannt, ob meine Theorie bezüglich Renamon stimmt oder eben nicht. Aber ich könnte es mir tatsächlich sehr gut vorstellen, wie eben das, was ich gerade vor der Pause schon mal erwähnt hatte. Ist der Kampf schon vorbei? Aber ich mag Renamon unglaublich gerne. Also ich bin nicht der allergrößte Fan von Digimon Tamers, muss ich sagen. Also ich habe es gemocht, aber ich mochte andere Staffeln lieber. Aber es hat sehr gute Musik. Aber Renamon mochte ich immer super gerne. Teriamon auch, solange es nicht digitiert ist. Aber Renamon hatte für mich auch eine sehr schöne Digitationsreihe auf jeden Fall. Bin nicht der größte Fan von Taumon, aber zumindest Cubimon und Sakuyamon mochte ich immer super gerne und Renamon selbst. Deswegen, ich hätte es schon gerne im Team, auch wenn ich es wahrscheinlich nicht bekommen werde. Takuma.
Es sieht uns an. Es wird doch nicht angreifen, oder? Ich überlege gerade, was im Tutorial das zweite Digimon neben Renamon war. Ich habe irgendwie so das Gefühl, es war Gabumon. Aber ich kann mich auch komplett irren. Aber Renamon weiß ich auf jeden Fall safe noch, als es im Tutorial vorkam mit Haru und Miyuki. Was wirklich Gabumon? Was lustig wäre, weil auf der Gegnerseite Garurumon steht. Just saying.今、2人を優先しよう。2人とも怪我はない。うん。獣が守ってくれたから。獣？誰？レナモン。レナモン？さっき見たのと同じやつかな。そいつを前から知っているの？ Also zum einen, ne? Dieses Haru, kennst du Renamon? Nö. Bin mir nicht sicher, ob ich das glaube. Weil wenn Renamon wirklich die ganze Zeit schon am Start gewesen ist, würde das halt wirklich erklären, warum die beiden so lange hier überlebt haben. Aber jetzt dieses, erinnert mich an Garurumon. Weil ich ja gerade noch meinte, im Tutorial waren es halt Renamon und Gabumon bei Miyuki und Haru. Und wir haben Garurumon auf der Gegnerseite schon gesehen. Und jetzt, ne, wird diese Parallele von Agumon auch nochmal gezogen. Es wäre halt super interessant, wenn Garurumon halt wirklich der Partner von eventuell sogar Miyuki ist, weil die ja sehr außer Gefecht gesetzt ist und dementsprechend jetzt auf der Gegnerseite ist. Entweder wirklich oder wirklich nur um vielleicht so als Spion irgendwie, sag ich mal. Und Renamon gehört dann zu Haru, weil ja so ein bisschen der Gemütszustand des Menschen sich auf das Digimon niederschlägt, ne? Dementsprechend, Haru ist recht fit, Renamon ist recht fit, Miyuki ist gar nicht fit, Garurumon ist böse. Also, ne, das könnte halt theoretisch irgendwie zusammenhängen, aber ich habe absolut keine Ahnung. Ich hoffe übrigens, meine ganzen Theorien sind jetzt nicht irgendwie nervig so dazwischen, aber gerade wenn du so ein Spiel hast, was so viel Story hat und potenziell auch viele Plot-Twists haben könnte, ich kann meine Klappe nicht halten. Ich muss dann zwischen den Dialogen das immer noch mal gesagt haben, was mir gerade dazu einfällt, was das Spiel nicht unbedingt kürzer macht, aber ja. Hoffentlich ist er zumindest neutral. Wir können keine weiteren Feinde gebrauchen. True. Nein, Takuma, hör auf zu reden. Ich wollte gerade trinken. Hoppla, ich sollte mich besser zuerst um die beiden hier kümmern. Immerhin haben wir die schnell abgearbeitet. Aber interessant, dass das Spiel das mit Renamon jetzt so ein bisschen mit reingeworfen hat. Na, so ein bisschen nicht wirklich erklärt, aber zumindest so ein... Darf ich jetzt in den Nebenweg? Nein, natürlich nicht. Ich gehe gefühlt immer den gleichen Weg ab. Aber er hat zumindest schon mal so ein bisschen reingeworfen nach dem Motto, man kann sich auch schon mal Gedanken machen. Also ich glaube, viele von euch gucken ja auch wirklich blind zu.
Ne? Und da ist es wahrscheinlich auch ganz spannend, so ein bisschen mit mir zusammen die Theorien aufzustellen. Auf der anderen Seite, wenn man das Spiel natürlich schon kennt, ist es wahrscheinlich auch ganz interessant, so meine Gedanken zu hören und sich zu denken, nope, vollkommen falsch oder oh shit, das ist genau richtig. Takuma, da drüben, ich sehe Mio. Du hast recht, komm, gehen wir. Mio, geht es dir gut? Oh, Takuma, Agumon. Mio, was ist denn? Warum weinst du? Oh nein, ist alles in Ordnung? Hast du dir wehgetan? Nein, ich bin nicht verletzt. Aber sie, Agumon, hat ganz gemeine Dinge zu mir gesagt. Wie konnte es mir das nur antun? Das war auf jeden Fall das Echte und kein Fake. Mein Herz ist gebrochen. Crazy, das ist so ohne Kontext der beste Satz, den du so bringen kannst, wenn du in einen Stream kommst. Guten Abend zusammen. Ist jemand gestorben? So bei jedem anderen Stream so. Machst du dich direkt beliebt mit? Aber nein, bis dato noch nicht. Bin mir auch nicht sicher, ob das heute noch passieren wird, weil das Kapitel sich wieder recht lang zieht und wir aktuell erstmal versuchen, unsere ganzen Teammitglieder wieder zu finden, weil wir eben alle getrennt wurden und wir sammeln jetzt nach und nach unsere Leute erstmal wieder ein und ich gehe ganz stark davon aus, dass Shuji der Letzte sein wird. Ich hatte nur einen Streit mit Siakomon. Einen Streit mit Siakomon? Aber warum? Sie hat plötzlich total fiese Sachen gesagt, also unvorstellbar, dass sich die zwei, die so dicke sind, streiten. Wisst ihr, dass meine Charaktere alle erstmal schockiert sind, weil sie im ersten Moment nicht damit rechnen, dass das nur Illusionen sind, die sich mit denen streiten, kann ich ja verstehen, dass es erstmal verwirrend ist, wenn dein vermeintlicher Partner solche gemeinen Sachen sagt, ne? Aber Takuma hat das doch jetzt schon dreimal erlebt. Wieso muss er da noch drüber nachdenken? Also müsste er das nicht so langsam mal das Muster dahinter erkannt haben, dass das legitim bei jedem passiert? Ich schätze, das war nicht die echte Siakomon. Siakomon, warum sollte sie denn urplötzlich solche schlimmen Dinge sagen? Keine Sorge, das war nicht die echte Siakomon. Nicht die echte? Solche Schwindler sind bei Aoi, Saki und mir aufgetaucht. Die ruhen sich jetzt aus. Aoi, Saki oder die Schwindler? Sie haben sich verwandelt und furchtbare Sachen gesagt. Für Arokinimons Falle. Aber für mich sah sie wie Siakomon aus. Die sehen alle echt aus. Wir anderen wurden auch reingelegt. Im Gespräch wird der Unterschied klar. Keine Sorge, Mio. Wir finden die echte Siakomon. Ja, ich spüre die echte Siakomon auf. Das ging jetzt immerhin ein bisschen schneller als die Male davor. Huch. Oh, die Geschichte des Wandbilds. Da haben wir, glaube ich, die ersten beiden tatsächlich schon gelesen gehabt. Ich habe ja teilweise auch Schriften gefunden, die dann irgendwie schon Nummer 2 oder so waren, ohne jemals Nummer 1 gefunden zu haben, was ein bisschen blöd ist. Aber ich glaube, hier haben wir tatsächlich 1 und 2 schon gelesen. So ein bisschen die Story, wie die Wandbilder in dem Tempel entstanden sind, den wir noch in unserer Welt besucht haben. Die haben wir ewig nicht mehr gefunden. Nee. Entweder bin ich an allen vorbeigelaufen oder es gab auch keine. Dann tut es mir leid, ich muss das jetzt leider einmal lesen. Kapitel 3. Ich war irgendwie in einer anderen Welt gelandet. Dieser Ort war voller geisterhafter Wesen und alles, von den Bergen, den Bäumen bis hin zum Boden, veränderte sich ständig. Wow, das war knapp. Alles in Ordnung, Boss? Ja. Aber ein weiterer Schritt und ich wäre die Klippe runtergestürzt. Ich bin froh, dass es dir gut geht, aber könntest du bitte besser aufpassen? Ja, entschuldige. Es ist schwer, ruhig zu bleiben, wenn alles hier so erstaunlich ist. Als ich dachte, der Boden wäre weg, tauchte ein neues Stück Land auf. Fast so, als ob man den Boden nicht trauen könnte und auf Wasser stehen würde. Ich liebe es. Dieser Ort ist unvergleichlich. Ich möchte alles darüber erfahren. Dann kenne ich da jemanden interessanten, Boss. Klingt gut. Bring mich hin. Mehr willst du nicht wissen? Na, warum überrascht mich das überhaupt? Folge mir.
Der Geist führte mich zu einem Fluss. Da ist er. Mein Freund ist etwas älter und kann bestimmt all deine Fragen beantworten. Dann stellte er mich einem noch beeindruckenderen Geist vor. Wäre ich allein gewesen, hätte ich etwas Angst gehabt. Aber so fragte ich den Alten meine dringlichste Frage. Wie war diese Welt entstanden? Die Antwort überraschte mich. Ich hatte eine Legende erwartet. Aber er redete daher, als hätte er es persönlich miterlebt. Und das hatte er auch, sagte er. Ein richtiger Greis. Und das sagt noch nichts über die Geschichte selbst aus, die erstaunlich war. Ich hörte nicht nur von der Schöpfung dieser Welt, sondern erfuhr auch noch eine größere Wahrheit. Zufrieden, Boss? Über alle Maßen. Ich muss das unbedingt zeichnen. Das und die Legende, die ich in meiner Welt gehört habe, werden für fantastische Kunstwerke sorgen. Sehr gut, denn so eine Geschichte wirst du nie wieder hören. Warum nicht? Ich kenne keine anderen Monster, die so alt sind. Sie gingen im Wandel dieser Welt verloren. Das ist aber ein Jammer. Tröstest du mich, Boss? Danke, du verrückter Mensch. Hör mal, ich kann zwar nicht mehr heim, aber ich will weitermalen. Die Welt verändert sich vielleicht, aber das ändert nicht, wer ich bin. Boss? Komm, gehen wir. Wir können noch nicht aufgeben. Meine Kunst wird dich tief in deiner Seele erschüttern. Na dann, das möchte ich unbedingt erleben. Ob das Gigimon war, der da erwähnt wurde? Aber ja, hier haben wir auf jeden Fall 3 Kapitel gefunden. War weggezaubert immerhin 2 und über die Mitte reden wir nicht. Okay. Energiegetränk. Ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwas essen oder trinken würde, was ich hier unten finde, aber gut. So nach rechts gehen. Geradeaus. Geradeaus ist irgendwie immer der richtige Weg, habe ich das Gefühl. Also gehen wir einfach mal da weiter. Hier ist wohl nichts. Oh, okay. Die ganze Zeit war geradeaus richtig, ne? Und dann werde ich einfach verarscht. Okay. Ah, aber hier. Hey, da ist die Jakumon. Ah, Mio, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Siakumon, du siehst wie die Echte aus. Alles in Ordnung? Du bist doch nicht verletzt, oder? Mir geht es gut. Hehe, oh Mio. Der Zoom hat mir gerade kurz Angst gemacht. Du kannst sowas nicht, oder? Du bist einfach nur ein normales, dummes, kleines Mädchen. Echt jetzt? Es ist unmöglich, über sich selbst zu lügen. Irgendwann wird man es herausfinden. Ich glaube, das haben sie sogar schon. Gib auf und verhalte dich normal. Aber das will ich nicht. Wenn ich das mache, bin ich ganz allein. Aber du bist doch schon eine Einzelgängerin. Du bist allen vollkommen egal. Oh, ich glaube, das stimmt nicht ganz. Manche Leute sind sehr an dir interessiert. Zum Beispiel dein Bruder. Und dann noch da dieser Typ, der... Hör endlich auf damit! Nein, ich will mich nicht erinnern. Sag nichts, was mich dazu bringt. Schon in Ordnung, Mio. Du weißt, dass du nicht allein bist. Takuma. Mio hat mehr als nur Kaito. Sie hat mich und alle anderen. Und dann ist da auch noch Agumon. Und vor allem hat sie Siakumon. Und die echte Siakumon würde Mio nie eine Einzelgängerin nennen. Ja, du hast absolut recht. 5! Fledermaus, Dankeschön für 35 Monate Treue. Super lieb von dir. Die Sache ist, ich habe ja vorhin schon mal gemeint, jeder Charakter in diesem Spiel hat in irgendeiner Form eine düstere Backstory, die hier aus irgendwelchen Gründen angeschnitten wird. Wo ich mir denke, woher haben die Infos? Aber sie haben die auf jeden Fall. Bei Mio haben wir durch die Freetime-Events eigentlich schon herausgefunden, dass sie diese spielerische Fassade eigentlich nur zum Schutz aufrecht erhält und eigentlich gar nicht so ist. Aber dieses, nicht nur dein Bruder ist an dir interessiert, sondern auch noch jemand anderes. Ich weiß nicht wieso,
Aber das hat mir übelste Pedo-Vibes gegeben. Das fand ich irgendwie sehr unangenehm. Mal gucken, was da wirklich hinter steckt. Gehen wir woanders hin. Ja. Aber irgendwas ist hier mit der Kamera noch. Ich nehme alle Items mit, die ich finden kann. Also ich bin da echt mal gespannt irgendwie, inwiefern diese ganzen Sachen nochmal aufgegriffen werden. Wir haben bislang bei jedem irgendwie Anhaltspunkte bekommen, ne, dass da irgendwie mehr hinterstecken könnte. Ah. Mio. Bist du wirklich Siakomon? Was ist mit dir? Bist du die echte Mio? Was? Du erzählst Lügen über die Geisterkraft, lachst, wenn du dich fürchtest. Tust du, als würdest du Dinge mögen, die du nicht magst. Du zeigst nicht dein wahres Ich. Aber das ist nicht... Lügnerin, du hast noch nie ein wahres Wort gesprochen. Das waren alles nur Lügen. Ist so eine Person die echte Mio? Was bedeutet es, echt zu sein? Moment mal, nein, ich lüge nicht, oder so. Sie hat immer gelogen? Siakomon würde so etwas nie zu Mio sagen. Takuma? Ihre Gefühle für Siakomon sind echt. Siakomon wüsste das besser als jeder sonst. Keine Sorge, Mio. Das ist ein Betrüger. Ich glaube, am gruseligsten fand ich tatsächlich Floramon, weil Floramon einfach die ganze Zeit so ein richtiges Doppelpunkt-Klammergesicht hatte. So richtig so, ich hasse dich. Mio, alles in Ordnung? Ja, danke, Takuma. Sie könnten mir ruhig nochmal Sympathiepunkte geben. Nach rechts gehen, nach links gehen. Ich glaube, ich bin am Entscheidungsbildschirm gelandet. Waren das jetzt schon drei Siakomon? Es waren, glaube ich, bis dato immer drei. Mal gucken. Sophie, danke schön für 21 Monate Treue. Super lieb von dir. Ist das Spiel wirklich so düster? Also spätestens nach der Sache mit Rio würde ich sagen, ja, ist da eine Spinne an meiner Wand? Oder ist das ein Käfer? Dich kann ich leider nicht leben lassen. Kleinen Moment! Was bist du? Ich weiß es nicht. Tod. Ich musste gerade auf meinen Schreibtisch klettern. War, glaube ich, ein Käfer. War, glaube ich, keine Spinne. Aber es kletterte hier so gerade über die Wand und, nee. Aber ich musste, wie gesagt, einmal kurz auf meinen Schreibtisch klettern, um dran zu kommen. Rip Käferli, you will not be missed. Nicht in meinem Wohnzimmer. Oh, Mio, ich bin so froh, dass du bei Takuma und den anderen bist. Alles in Ordnung? Du bist doch nicht verletzt, oder? Oh Mann, aus Siako Mono ist Siako Stereo geworden. Nein. Finde ich leider ein bisschen lustig. Sie ist nicht die echte. Wer es sagt, der war's. Die da ist nicht die echte. Takuma, wie soll ich die denn unterscheiden? Mal sehen. Es muss über den anderen was geben, das hilft sie zu unterscheiden. Die echte Siakomon würde nicht an ihren Gefühlen zweifeln,
wissen, dass Mio stark ist, Mio nie als Einzelgängerin bezeichnen. Was tun, frage ich mich. Nini, Dankeschön für 19 Monate Treue, super lieb von dir. Also unten ist ja gefühlt die Antwort für raten. Die echte Suyakumon würde Mio nie als Einzelgängerin bezeichnen, wissen, dass Mio stark ist und nicht an ihren Gefühlen zweifeln.